Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Ja, ich versuche das jetzt mal eins nach dem anderen zu machen. Also, die gute Chantal hier ist jetzt also Grundschülerin. Das heißt, Emma muss ihr jetzt einen Kuchen backen. Oder haben wir noch vielleicht einen im Kühlschrank? Öffnen. Haben wir vielleicht noch einen ganzen Kuchen im Kühlschrank? Haben wir vielleicht noch einen? Haben wir nicht. Schade. Gut, dann muss es halt wirklich einer gebacken werden. So, hier. Wir hätten ja jetzt auch Käsekuchen nehmen können, aber ist egal. Nehmen wir halt einen Schokokuchen. Ja, die letzten Tage gab es jetzt keine Folgen. Das lag A daran, dass ich in Stockholm war, jetzt für über das Osterwochenende. Schöne Stadt, muss ich schon sagen. Und B daran, dass ich nicht genug vorproduziert habe. Deswegen, ja, gab es jetzt ein paar Tage keine Videos, aber ich denke mal, ihr werdet es überlebt haben, ne? so, es ist Montag. Ingrid sollte vielleicht mal kalt duschen gehen. So, und danach Hausaufgaben machen. Denn dann kannst du auch direkt dann am nächsten Tag altern. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, Blassgesicht. Ist auch noch nicht. Ist noch nie mal eine Zweiergrundschülerin. Geh mal Hausaufgaben machen, Blassgesicht. So. Ja, sonst noch was? Ich kann mich jetzt an nichts erinnern. Wie weit ist eigentlich Emma hier jetzt? Drittes Trimester, okay. Wir haben sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Fischkram, also mit dem Buntbarsch gefüttert. Ich hoffe einfach, dass es jetzt Mehlinge jetzt werden. Ist mir egal, ob das jetzt an den Fisch liegt oder an irgendetwas anderem. Ja. Eigentlich müssen wir das Spiel einfach mal aus Ausgleich oder als Ausgleich einfach mal Trillinge wiedergeben. Wird mal langsam wieder Zeit. Wieso hat sie... Achso, das war Blassgesicht, die da gegessen hat. Okay, dann packe ich den mal... keine Ahnung, den kann ja Emma gleich weiter essen. So, packen wir den hier auf die Theke. Geburtstagskerzen dazu. So, und du isst jetzt den Buntbarsch. Dann direkt. So, und Chantal hier. Hallo, ich hab dir auch gesagt, du sollst, achso, okay. So, Chantal, nochmal nachgucken. Einser Grundschülerin. Sehr schön. Dann wünsch dir mal was. Zum Geburtstag. Was willst du denn? Pony? Gibt's nicht. Pony gibt's nicht. Nicht mal, wenn ich dir jetzt im Spiel geben würde, würde ich dir jetzt ein Pony schenken. Weil wir theoretisch bestimmt das Geld dazu hätten. Ich weiß nicht, wie viel so ein Pony in Sims 3 gekostet hat. Ja, mit schön viel Abstand. So, ach ja, sie braucht jetzt ja noch ihr letztes Merkmal. Ui, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Herausragende Malerin will sie werden. Wo ist es denn? Herausragende Malerin, so. Kleptomanisch ist sie schon, das heißt, sie wird jetzt noch tanzwütig. Sehr schön. Dann packen wir den jetzt direkt in den Kühlschrank. Die Klamotten, die können, würde ich jetzt so sagen, die kann man so lassen. Die Haare auch, also... Ja. Da du ja... Ja, das Bestreben herausragende Malerin hast... Würde ich sagen, lernst du malen? Malst du mal ein kleines... Ja, wir haben es verstanden, ey. Irgendwas ist passiert. So, Laura, musst du am nächsten Tag wieder zur Arbeit? Ja, glaube ich. 10 Tage Urlaub hat sie ja nur. Ja, ist in Ordnung. Ah, da kann sie ja...
Wenn es irgendwie mal nötig ist, kann sie ja mal zu Hause bleiben für ein paar Tage. Ärgerlicher Schultag. So, Blassgesicht. Hast du deine Hausaufgaben denn fertig? Ja, hat sie. Oder? Ja, hat sie. Gut, dann mach, was du willst. Ich lasse mal Rahmen. Das hängt ja schon seit Anbeginn der Zeit, aber ich habe es nie geschafft, mich dazu hochzuraffen und das Ding einzurahmen. So, du gehst hier schon die Blumen. Was ist das denn hier? Eine Massage von einem Masseur erhalten, okay. Okay, whatever you say, sweetie. Hallo, danke. Dann nimm mir hier mal ein Stück Käsekuchen. So, und das kannst du dann vorm Fernseher essen. Oh, 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 oh! Emma! Los, Emma! Emma, flieg und sieg oder bekomm wenigstens zwei Babys oder so. So, muss ich jetzt schon mal hier meinen RNG... Oh, 2800, yes, nice. Hier ist noch mein RNG hier. Zurecht... Rücken. Hier sind die Namen. So, gib mir ein paar gute Neuigkeiten. Jo, Blassgesicht, geh einfach mal vorbei an deiner Mutter, die gerade ein Kind zur Welt bringt. Es ist ein Junge, das heißt, ich brauche eine Zahl von 1 bis 30. So. Nummer 5 ist schon vergeben. Nummer 21. Ja, wird ein bisschen asiatisch hier. Tomoya. Maxler, die passt ja super, ne? So, und bitte gebt mir ein paar gute Neuigkeiten. Are you fucking kidding me, ey? Boah! Ein bisschen bereue ich es hier gerade, dass ich hier keine Facecam oder sowas habe, aber... Weil ich habe gerade das größte, willst du mich verarschen? Den größten, willst du mich verarschen, Gesichtsausdruck gehabt, den ich vermutlich jemals hatte, ey. Hier, lass das Drecksblacke hier jetzt altern, ey. Noch in so ein Blassgesicht. Willst du jetzt hier gefälligst dein scheiß Baby hier altern lassen? Und danach kannst du pennen gehen. Ganz ehrlich, ich glaube, Emma ist verflucht. Also ich bin schon so nah dran. Okay, ich geb dir noch eine Chance, Emma. Eine Geburt. Ich wollte schon sagen, wo ist jetzt die Krippe hin? Wie gesagt. Wo ist jetzt das Kind hin? What the fuck, Alter? Was ist denn hier los? Ja, komm, ist mir scheißegal. Chaot. Da. Wo ist denn jetzt das fucking Kind hin? Ist das unsichtbar? Wo ist jetzt das scheiß Kind hin? What?
Pomoya, wo bist du? Der zentriert ja auch nichts. What the fuck, Alter, wo bist du denn? Ich pack das mal hier irgendwie zur Seite. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was ich machen soll. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, was ich machen soll. Er übt gerade Geige, aber irgendwie passiert hier gar nichts. Ja, also ich, meine Optionen sind jetzt... einmal den Spielstand neu laden. In der Hoffnung, dass das dann dass es nur so ein Grafikbug ist. Irgendwie ist es lustig. Ein unsichtbares Kind, ey. Ja, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Optionen. Einmal ausmachen, ohne zu speichern, muss ich die Folge nochmal neu aufnehmen. Oder ich speichere und lade den Spielstand mal neu. Man kann sagen, dass er immer noch unsichtbar ist. Aber irgendwie finde ich es lustig, dass er unsichtbar ist. Muss ich schon sagen. Ja, ich lade jetzt einfach mal den Spielstand neu. Bis gleich. So. Jetzt, da sind wir wieder. Und der gute Tomoya ist nicht mehr unsichtbar. Habe ich doch alles richtig gemacht. Gib's mal hier ein bisschen geil, du Arschloch. Nee, doch nicht. Er sollte vielleicht mal Hausaufgaben machen. Am nächsten Tag muss er schon direkt in die Schule. Also das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Also ich habe ja schon... Jetzt ist er eingefroren. Also ich habe ja schon bestimmt 300 Spielstunden in Sims 4, aber... Irgendwie sind sie alle eingefroren. Ja, aber sowas ist mir noch nie passiert. Also, da war ich dezent überfordert in der Situation. Hallo, könnt ihr mal... Wollt schon sagen hier. Ja, das Spiel ist ein bisschen... Also dieser Spielstand ist ein bisschen lahmarschig. Weil hier halt so viele Sims in der Welt rumlaufen. Also dann, dass das Spiel dann nicht so wirklich mit drauf klarkommt. Steht das doch nicht zwischen, ey. Chantal, mach hier mal das Klo sauber, Alter. Was hast du denn damit gemacht? Aber ändert trotzdem nichts daran, dass ich ein bisschen angepisst bin, aufgrund des Einzelkindes schon wieder, ey. Emma hat jedes mögliche Upgrade. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist dieser komische Trank, den man sich brauen kann. Aber dafür müssten wir erst noch irgendwie in die Natur gehen und da irgendwelche Kräuter sammeln und erstmal irgendwie so Kräuter, irgendwie Heiltrank, Fähigkeit irgendwie hochleveln. Habe ich ja nicht so wirklich Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. So, du nimmst dir mal hier... Oder gehst halt ins Bett, ist auch egal. Interessiert mich nicht, was du machst. Ja. Ach, also ich gebe immer noch eine Chance. Wenn sie dann wieder nur ein Einzelkind bekommt, wird sie dann kein einziges Kind mehr bekommen. Das sag ich euch. Dann macht notfalls auch Bleichgesicht auch weiter. Ist mir egal. Na, irgendwas muss ich jetzt ja ändern.
Also diesen Trend, den kann man nicht ignorieren. Der ist da. Ich habe den falschen Zinn ausgewählt. Meine ich kann ja noch mal nachschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die letzten 8 Geburten waren immer nur so Einlingsgeburten, um es so mal auszudrücken. Meine, an den Männern kann es ja nicht liegen. Sie ist halt der gemeinsame Nenner bei den ganzen Kindern. Naja, da guckst du noch ganz zufrieden. Da guckt sie noch ganz zufrieden, aber sobald ich ihr quasi die Lizenz wegnehme, ist Schluss mit lustig. Ja, geh jetzt ins Bett, du Drecksblag. Ah, gehst du jetzt wohl bitte schlafen? Geht doch. Hallo, geh jetzt ins Bett, du Drecksvieh. Geht doch. So, Bleichgesicht ist schon wach. Bleichgesicht geht sich die Fische angucken. Nee, ich find's lieber, wenn du erstmal das verdorbene Essen hier raus schaffen würdest. Und danach. Hallo, danke. Danach holst du was zu essen. Das wird verdorben. Kannst hier ein Stück Schokokuchen nehmen. Hallo? Bist du eingeschlafen? Hallo, 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 hallo. Geht doch. Also ich muss irgendwas machen, um hier den Speicherstand ein bisschen zu verkleinern. Das ist irgendwie ein bisschen zu groß. Braucht er dann ewig, bis er irgendwas macht. Naja, komm, geh danach gleich aufs Klo und dann machen wir mal hier ein bisschen schneller, sofern es denn geht. Na komm. Was ist das denn hier? Bedürfnis zu stehlen. Kleptomane zu sein ist echt hart. Ständig dieser Drang, Dinge zu stehlen. Das ist einfach nicht zum Aushalten. Nee, nochmal. Aber glücklich ist er trotzdem. Komisches Spiel. So. Darf ruhig noch jemand aufwachen. Ich glaube, Laura muss heute wieder zur Arbeit. Ja, muss sie. 5 Stunden dauert ja noch. Wir müssen vorher die Kinder zur Schule. So. Die ist noch nicht ausgeschlafen. Ist auch noch nicht ausgeschlafen. Er auch noch nicht. Gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Emma ist wach. Emma, du altes Haus. Na? Naja, ich weiß, du hast Hunger. Kannst du mir was kochen? Und zwar kannst du ja mal einen Thunfischauflauf machen. So, Laura ist auch wach. Du kannst dir ein Stück Kuchen nehmen. Hier, yeah, Buntbarsch.
So. Ingrid ist fast ausgeschlafen. Chantal ist quasi ausgeschlafen. Lass sie jetzt mal aufstehen. Sie nimmt sich auch mal hier ein Stück von. Oder eine Portion vom Buntbarsch aus der Pfanne. Hallo? Spiel? So. Ausgeschlafen ist er. Er hat Hunger und er muss aufs Klo. Dann gehst du jetzt mal aufs Klo. Und danach holst du dir auch etwas Fisch. Und ein Stück Käsekuchen. Nimm dir mal ein Stück Käsekuchen. Sondern noch Ingrid. Die muss jetzt auch noch. Und ich sehe gerade, ich bin über ein Zeitlimit. Man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.